Herzlich willkommen zurück zu dem Hexer Geralt von Riva. Oder soll ich sagen, Geralt die Diva? Ich glaube, ich sollte da irgendein Schlagzeugding einbauen. Vielleicht tue ich das. Weil gestern wollte er nicht so, wie er sollte. Da hochzuspringen, das war ja die Qual. Aber jetzt haben wir es hinbekommen. Und ich würde sagen, da es so toll war, die Welt zu erkunden und es natürlich immer noch ist, würde ich sagen, ich habe mir jetzt ein paar Orte rausgesucht, wo wir jetzt erstmal vorbeischauen, bevor wir... Oh je. Oh nein. What? Okay, die haben Pfeile. Die haben Pfeile. Also ich habe gedacht... da. Boah, das Blut, ey. Ich habe eigentlich wirklich gedacht, wir werden da liebevoll empfangen, aber es sieht nicht danach aus. Ja, okay, die sind Level 1, also bitte. Also... Man kann es auch übertreiben. Ein Schlag, das ist ja traurig. Fress das. Boah, wie sie abbrennen. Und der Anführer wird auch noch. Oh nein, da lebt ja noch einer. Okay. Jetzt nicht mehr. Diese Szenen sind einfach immer so extrem. Oh, ja klar. Er blockt Feuer mit seiner Axt. Okay, mit seiner Holzaxt. Mit dem Holzstiel. Wohlgemerkt. Geiler Typ auf jeden Fall. So. So, was gibt's hier? Die müssen ja irgendwas bewachen. Ziegenhaut, okay. Guter Alchemisten-Ding. Gegenstand. Leder, okay. Auch nicht schlecht. Hühnerbein. Lecker. Und Alko... Was? Alkohest. Also auch irgendwas für Alchemie. Und warum können wir das Leder hier nicht mitnehmen? Ja, und hier müsste ja irgendwas Besonderes gehen. Ah, ein Schatz. Was haben sie denn Tolles in dieser Truhe? Jägerhandschuhe. Das sieht doch super aus. Stumpfer Armbrustbolzen. Stumpf ist manchmal sogar besser wie spitz. Okay, bei Armbrust vielleicht nicht unbedingt. Oh, Erz. Ist, glaube ich, wichtig. Mondscherben. Hört sich auch nach was Seltenem an. Ich schau gerade mal, ob die Handschuhe besser sind wie unsere. Plus 1, immerhin. Auf jeden Fall besser, okay. Aber sonst haben wir nichts Besseres. Wie viele Sachen wir einfach haben. Benötigt Stufe 3, aber ist schlechter wie mein jetziges Schwert. Ah, jetzt ja. Cooles Ding. Wir haben kein einziges, wo besser ist, oder? Wird mich auch wundern. Das ist ja das, wo genau gleich ist. Ne, wir haben nichts. Okay. Naja, hat sich... doch, okay, die Handschuhe waren besser. Also es hat sich schon gelohnt. So, bevor wir natürlich der Hauptmission auf den Zahn fühlen, wie ich es gerne nennen möchte. Nein, zoomen wir nicht raus, sondern wir gehen hier zu diesem Ort. Ich will nämlich erstmal ein paar Orte erkunden, bevor wir da jetzt die ganze Zeit der Hauptquest folgen. Ich hoffe, das ist auch in eurem... Sinne? Ja, in eurem Sinne. Ach, und hier kommt er auch besser hoch. Da muss man nämlich nicht springen, lieber Geralt. Da kann man ganz normal hochlaufen. Oh, okay, da vorne. Oh, was sind das? Was sind das? Ach so, Ghule, oder? Ja, okay. Sind nur Leichenfresser. Nichts Wichtiges. Kommt her. Level 2. Könnt ihr vergessen. Aber was brennt da so? Das hat doch auch gerade gebrannt, oder? Oder habe ich mich verguckt? So, erstmal schauen, was die da... Was? Hä? Okay. Gefahr gebannt. Die Bevölkerung ist zurückgetreten. Zurückgekehrt. Das glaube ich. Okay, die beten vor dieser Statue. Können wir auch mit denen reden? Hier vielleicht der Kräuterkundler? Was? Was hast du anzubieten? Hast du was Interessantes?
Okay, dem können wir gar nichts dergleichen verkaufen. Wollen wir aber auch gar nicht. Was brauchen wir nochmal? Ah, können wir das jetzt gerade gucken? Ja, können wir. Okay, das ist cool. Das ist cool gemacht. Nein. Können wir doch nicht. Okay. Doch nicht so cool gemacht. Können wir aber jetzt in unser Inventar. Nein, können wir auch nicht. Okay. Leb wohl. So. Denn ich will schauen, ob der vielleicht was hat für unser Viper-Schwert, wie man es ja nennt. Denn ich will es unbedingt haben. Hier. Viper-Stahlschwert, genau. Okay. Wir haben nichts dergleichen. Smaragdstaub. Giftextrakt. Hat er das vielleicht? Ich weiß nicht. Also Smaragdstaub. Aber wir haben doch so einen Eisenbarren, oder? Ah ne, wir haben einen Silberbarren. Stimmt, ja. Okay. Smaragdstaub und Giftextrakt. Hat er davon vielleicht irgendwas? Was? Was hast du anzubieten nochmal? Hast du was Interessantes? So, hat er vielleicht irgendwas davon? Smaragdstaub, komm schon. Da ist was, aber ne. Ja, das wird auch irgendwas Wichtiges, irgendwas sein, wo man auch wirklich suchen muss nach. Aber okay, dann brauchen wir eigentlich nichts von ihm. Was auch immer das hier sein soll. Finden wir bestimmt im Laufe des Spiels noch alles raus. Wir sind ja eigentlich noch voll am Lebwohl. Anfang. Aber mir gefällt das Spiel so. Ja, und das war jetzt der interessante Ort, oder? Naja, okay. Reden wir mal mit den Bauern, ob die vielleicht noch was zu sagen haben. Okay, nein. Hey. Okay. Ja. Ah, Ganz viel haben die zu sagen. Aber hier war noch was. Hier war noch was, genau hier. So. In den Wäldern. Was kann das bloß sein? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich glaube nichts. Welches Level hat der? Hallo. Oh, Level 6. Okay. Aber wir könnten ihn schaffen. Ort der Macht. Ich will da nicht interagieren. Nicht während der noch da ist. Oh nein, er hat uns, glaube ich, gewittert. Feuerschaden. Feuerschaden ist gut. Feuerschaden hört sich gut an. Oh ja. Das zieht ihm gut viel. Oh nein. Oh Hilfe. Oh Hilfe. Der liebe Geralt hat doch keine Angst. Das ist nur taktisches Ausweichen. Nennt man das? Diesmal hat er leider keinen Feuerschaden erlitten. Manchmal muss ich das voll lange aufladen und manchmal nicht. Das ist komisch. Also das Igni. Jetzt hat er Feuerschaden und jetzt kassiert er. Oh, oh. Oh nein. Komm schon. Ah, nicht getroffen. Aber wir haben ihn gleich. So schwer ist der gar nicht. Dafür, dass er Level 6 ist und wir gerade mal Level 2, glaube ich. Oder Stufe heißt es ja in dem. Okay, er hat sich, glaube ich, irgendwie festgebackt an dem Baum. Aber umso besser für uns. Ah nein, uns fehlt noch was. Komm schon. Oh nein! Oh, jetzt hat er uns erwischt. Was macht er? Okay, wir können uns kurz nicht bewegen, wenn wir erwischt werden. Das kenne ich von anderen Spielen eben nicht so. Deswegen frage ich mich immer, was der da macht. Aber das ist eigentlich normal. Da muss ich erstmal benommen und da muss ich erstmal wieder zu dir kommen. Jetzt komm schon. Nein. Nicht mit mir. Aber doch. Okay. Aber wir haben ihn. Hat der vielleicht irgendwas für uns? Bärenfett. Bärenfell. Rohes Fleisch. Naja, so viel jetzt nicht. Aber. Da ist doch irgendwas mit so einem Zeichen. Ein Ort der Macht. Bitte kommt da jetzt aber nicht nochmal so eine Hexe. Der Bär war hoffentlich schon das Wesen, das es bewacht. Ja, und der hat wohl gerade gefrühstückt. Obwohl, zu Abend gegessen, wenn ich auf die Uhr gucke. Oh, warte mal. Einer hat es schon mal probiert. Oh. Das könnte interessant sein. Sind die vielleicht besser wie unsere? Oh ja, plus 6. Na dann.
Ich nehme eigentlich nichts von Leichen, aber wenn es besser ist wie meins, dann danke. So, jetzt mal schauen. Oh, ich muss halten. Okay. Ach, hier, einen Fertigkeitspunkt kriegen wir dadurch. Hürdenzeichenintensität erhöht. Okay. So können wir also unsere Zeichen verbessern. Ah, aber auch nur für bestimmte Zeit. Aber warte, wir haben einen Fertigkeitspunkt. So, gerade mal schauen, wo wir denn die Fertigkeiten haben. Das ist es doch, ja genau. So. Was wollte ich da nochmal machen? Letztes Mal. Da wollte ich dann noch irgendwas machen. So, aber gerade mal schauen. Vergiftete Klinge. Jeder Teil leichter Rüstung erhöht den Schaden kritischer Treffer um 25%, den Schaden bei schnellem Angriff um 5%. Fokus. Ist auch nicht das. Oh ja. Armbrustbolzen bewirken 25% mehr Schaden. Das ist was ich brauche. Möchte sie? Ja, will ich. So. Das können wir ja nur dahin machen. Also machen wir es dahin. So. Und jetzt erstmal unsere Leben aufladen. Na, ein Portal wäre jetzt sehr hilfreich. Das Ende der Welt mal wieder? Ja, ja, ich weiß. Haben wir noch irgendwo einen interessanten Ort? Gerade mal schauen. Na, da ist das Ende der Welt. Hier wäre noch was. Und wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin, wenn ich... Ach, da. Ja, okay, dann können wir eigentlich hier... Das können wir uns noch anschauen, würde ich sagen. Wenn ich da... Auf jedem anderen Spiel ist es auf Mausrad das Wegpunkt setzen und auf dem ist es rechtsklick. Deswegen ist es ein bisschen verwirrend. Aber das kriegen wir hin. Wir holen natürlich unser Pferd, denn der liebe Geralt will das Ganze hier nicht laufen. Da ist natürlich wieder. Es folgt uns, glaube ich, immer unauffällig. Und natürlich, der Kopf ist immer noch an ihm dran. Kommt's da durch? Ich glaub's nicht. Ich probier's auch nicht aus. Hier ist eine kleine Brücke. Warum stoppt es bei Brücken immer? Ich versteh's nicht. Und danach gehen wir dann echt zu Vesemir. Höchstens, wir finden noch irgendwo eine Nebenquest, aber ich glaube es nicht. Was ist denn das für ein Wagen da? Seltsame Orte. Hoch mit dir. Gut. Gutes Pferd. Oh, aber da kommt es bestimmt nicht hoch. Und ich glaube wir auch nicht ohne weiteres. Oh, hier ist ein Lager. Ein Lager. Sieht aber nicht wichtig aus. Auch nicht nach was, wo man vielleicht rauben könnte. Deswegen schauen wir, wie wir da am besten hochkommen. So auf jeden Fall nicht. Wie kommen wir da hin ohne... Da muss doch irgendwo ein Weg nach oben geben. Ach, ist es wieder hier? Hey, hier waren wir doch schon. Danke, Pferdi. Ab jetzt muss ich allein weitergehen. Oh, Gott sei Dank kann der liebe Geralt sich so halten. Da waren wir ja schon. Die sind auch alle schon dem Erdboden gleich gemacht. Aber da hinten waren wir noch nicht, stimmt. Oh, Feinde. Nicht nachlassen. Wir ziehen dir die Augen ab.
Ihr zieht mir gar nichts ab. Wow. Okay. Wer hat Pfeil? Ah, da hinten. Ausweichen. Du triffst mich niemals. Bis der... Wow. Bis der das Messer zieht, habe ich ihn schon umgebracht. Rasiermesser. Kleiner Knüppel. Gut, dankeschön. Oh, und da ist auch schon der Schatz. Aber natürlich erstmal die Beraub... Oh, Öl. Ist auch ganz wichtig. Spitzenwegerich. Ne, Spitzwegerich. Okay. Es waren ja nur drei. Deswegen schauen wir, was es da gibt. Okay, nicht wirklich viel. Naja, gelohnt hat sich's jetzt nicht unbedingt. Aber immerhin. Nehmen wir hier noch ein bisschen Kräuter mit. Blütenblätter der weißen Myrten. Und Balisa-Frucht. Balisa-Frucht. Okay. So, und jetzt würde ich sagen, auf nach Weißgarten. Mann, wir sind in Weißgarten. Das ist so verwirrend. Auf zu Wesimir. Ist es denn weit oder muss ich das Pferd holen? Kann sein, dass es nicht mehr so extrem weit ist, aber... Ah, da sind noch Ertrunkene, glaube ich, da unten. Und wo Ertrunkene sind, ist meistens auch ein Schatz, oder? Egal, spürt mein Silber. Was? Habe ich schon... Habe ich schon erwähnt, dass, ja, wie soll ich sagen, ich vielleicht mal auf meine Lebensanzeige achten sollte. Habe ich jetzt das ganze Zeug nicht mehr. Die Stiefel und so. Nee. Dann haben wir auch den Fertigkeitspunkt nicht mehr. Oh Mann. Ja, okay, aber den hole ich mir jetzt noch kurz. War alles umsonst. Alles umsonst. Der Bär ist auch wieder da. Ja, war klar. Ein Ort der Macht. Nein, lass mich in Ruhe. Dann besiegen wir dich eben kurz nochmal. Wenn du es unbedingt so willst. Ich habe dazugelernt, mein Freund. Also eigentlich nicht, weil die Fertigkeiten gelten ja nicht mehr. Jetzt machen wir aber Blatt, hey. So ist gut. Brenne. Ja, ich wollte gerade sagen, der hat uns kein einziges Haar gekrümmt, aber doch. Da hat er es nochmal geschafft. Aber jetzt stirbt er. Und wir holen uns wieder genau das gleiche. Holen uns hier die Schuhe. Oh Mann. Ach, aber die... Nee, doch nicht. Okay. Ich habe gerade gedacht, die Fertigkeiten haben wir, aber nee. Naja. Das ist jetzt ein bisschen blöd, aber... Ja, was will man machen? Dann war das jetzt halt mehr oder weniger alles umsonst. Gehen wir aber trotzdem zurück zu Wesimir. Komm her, Blötze, bitte. Es muss dir nach dem Weg fragen. So, jetzt aber. Los, lauf! Los geht's. Oh, lauf bitte nicht die Rehe um, das wäre nicht so gut. Oh, Kühe. Und zurück in dieser Kaserne. Mit einem Z auf der Tür. Für Xenox. Langsam. Oh Mann. Hä, was? Langsam, langsam, er sitzt gar nicht mehr auf dem Pferd.
Oh, die Katze macht bestimmt gleich wieder die Tür auf. Tu es, Katze. Okay, aber noch kurz. Die Fertigkeiten ausrüsten und die Stiefel. Das ist halt ein bisschen blöd, da vergisst man dann, denke ich mal, schon oft was, wenn man es einfach nicht mehr hat, plötzlich. Was war es nochmal? Adlerauge, genau. Achso. Ja, ist jetzt ein bisschen blöd. Aber jetzt gehen wir noch zu Wesimir. Ich reiß dir den Schädel ab und piss in deinen Hals. Ja, ja. Oh, spielen die? Ich reiß dir den Schädel ab und piss in deinen Hals. Hey, bist du der Zwillingsbruder von dem, oder wie? Komm zu Papa. Komm zu Papa. Und was sagt der da hinten? Lass mich raten. Ich reiß dir den Schädel ab und piss in deinen Hals. Sohn einer Ziege. Ah, nee. Ah, da ist Wesimir. Wir kommen gleich zu dir. Komm zu Papa. Ah, komm zu Papa. Der will gar nicht reden. Die will auch nicht reden. Ja, okay. Dann setzen wir uns zu Wesimir. Yennefer ist in Wüsimir. Da wohnen ein paar Freunde und... Stimmt was nicht? Sieh dich um. Es braut sich was zusammen. Wer ist das? Wer ist das? Patrioten. Trinken die siebte Runde für Temerien. Und die Fäuste jucken langsam. Ich sehe gar keine Nilfgaarder. Sie finden einen anderen Feind. Ich kaufe etwas Proviant, dann brechen wir auf. Geralt, wir sollten uns raushalten. Nur dieses eine Mal. Glaube ich nicht. Was ist mit den Lilien passiert? Abgehängt. Abgehängt? Für eine goldene Sonne? Ich kann keine temerischen Farben zeigen. Sie brennen sonst die Taverne nieder. Vielleicht stimmt es, was man sagt, dass du die Kaiserliche magst, dass du Nilfgaards Hure bist. Ich lass das durchgehen, Lidka. Ich weiß, du bist außer dir vor Leid. Nichts weißt du. Sie haben meine Schwester aus dem Kloster gezerrt und aufgehängt. Haben gesagt, Nilfgaard sei kein Ort für Aberglaube, dass sie keine Götter fürchteten. Und du? Fürchtest du die Götter? Ohne Anni wäre dein Kind an seiner Nabelschnur erstickt. Du schuldest deinen Sohn der Hilfe meiner Schwester. Und du fürchtest den Zorn der Götter nicht? Hörst du nicht, du Fotze? Lass mich los! Wir halten uns da nicht raus. Ihr dieses Medaillon? Ihr wisst, was es heißt. Zurück! Alles klar. Ach du Scheiße. Hexer sollen angeblich unsere Kinder stehlen. Stimmt das? Was hat der Kaiser euch Mutanten versprochen? Ein eigenes Land wie einst den Elfen? Raus hier, allesamt! Wir gehen nirgendwo hin. Dann auf die harte Ihr Tour. Ebenfalls nicht. Die geben nicht nach. Das sehe ich. Dann gibt's ein Blutbad. Nicht anlassen. Ihr glaubt doch nicht, dass wir gegen euch verlieren. Den hätten wir. Alter, der blockt auch nur. Schon gut. Es ist vorbei. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Sein Gesicht. Götter, erbarmt euch. Verschwindet und kommt nie wieder. So viel zum Thema raushalten. Na los, gehen wir. Sie wollten es doch nicht anders. Die Schlägerei haben wir nicht angefangen. Yennefer?
Nichts als Ausreden. Du hast dich kein bisschen verändert. Yen? Wie? Ich hörte von einem Hexer in Weißgarten. Ich wusste, dass du das bist und mich suchst. Ich hätte warten können, bis du mich findest. Aber du kennst mich. Geduld war nie meine Stärke. Es ist schön, dich zu sehen, Geralt. Ich würde dich sogar umarmen, wenn du nicht so blutbeschmiert wärst. Tut mir leid. Ich habe nicht mit dir gerechnet. Um ehrlich zu sein, so habe ich mir unser Wiedersehen nicht vorgestellt. Wie denn sonst? Er hätte keine nilfgaardische Eskorte erwartet. Versteh mich nicht falsch, Yennefer. Ich bin froh, dich zu sehen, aber ich finde, du bist uns eine Erklärung schuldig. Die sollt ihr kriegen. In Vysimar. Macht die Pferde bereit. Warum Vysimar? Hier können wir reden. In der Nähe sind ein paar hübsche Obstgärten. In voller Blüte. Man riecht die Leichen fast gar nicht. Verlockender Vorschlag. Leider muss ich ablehnen. In Vysimar erwartet dich nämlich jemand. Jemand, der nicht gerne wartet. Kaiser Emhyr war Emrys. Oder für die Vertrauteren, die weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt. Zu denen gehöre ich wohl nicht. Soweit ich mich entsinne, wollte er mich bei unserem letzten Treffen umbringen. Tja, jetzt will er dir ein Angebot machen. Die Sorte, die man nicht ablehnen kann? Ich habe es nicht abgelehnt, obwohl ich gekonnt hätte. Was er dir wohl geboten hat. Muss ja ein verdammt tolles Angebot gewesen sein. Es gibt nicht viele Dinge, für die du deine Freiheit aufgeben würdest. Und noch weniger Leute. Je eher wir aufbrechen, desto schneller erfährst du es. Was ist mit dir? Ich reite in die andere Richtung. Irgendwie bezweifle ich, dass die Einladung des Kaisers auch mir gilt. Außerdem habe ich in Kaer Morhen zu tun. Weißt du noch? Ja, ich erinnere mich. Danke für deine Hilfe, Vysimir. Und bis bald. Wie ist dein Pferd? Schnell? Kann nicht klagen. Warum fragst du? Ich wäre gerne hinter dicken Stadtmauern. So schnell wie möglich. Auf nach Vysimar. Weißt du, ich habe neulich von dir geträumt. Ein schmutziger Traum, wie ich dich kenne. Zuerst schon, aber dann... Was dann? Los jetzt! Was war da los? Wie konnten sie uns finden? Auf der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt,
Doch sie blieb ungreifbar. Schließlich erfuhr der Hexer vom nilfgaardischen Garnisonskommandanten, dass Yen tatsächlich ganz nahe war, in Vysima. Vysima, Hauptstadt der besetzten Temeria. Das muss reichen. Du meinst, es kümmert er mir, ob ich sauber bin? Der Herr wird seine kaiserliche Majestät mit dem vollen Titel anreden oder gar nicht. Der Herr wird auf dem Berger Platz nehmen. Auf dem was? Auf diesem Stuhl. Cladwin, bitte rasiere den Herrn. Koteletten einen Finger breit. Stimmt was nicht mit meinem Bart? Was ist an meinem Bart auszusetzen? Ich fand immer, dass er zu meiner Würde beiträgt. Tut er auch. Doch der Eleganz ist er abträglich. In Nilfgaard gelten Bärte als unansehnlich. Vor allem, wenn sie voller Läuse sind. Ich war eine Weile unterwegs. Gut, tu, was du tun musst. Kopf zurücklehnen bitte und stillhalten. Wie steht es? Laufen die Vorbereitungen für die Audienz nach Plan? Ja, General. Der Herr wird einigermaßen präsentabel sein. Wer ist der Typ? Auch ein Barbier? Nein. Morvran Voorhees, Kommandant der Division Alba. Yennefers Eskorte. Das waren meine Männer. Alle. Für wahr. Waren. Denn keiner von ihnen ist nach Vysima zurückgekehrt, oder? Ich möchte wissen, was gestern auf der Straße passiert ist. Könntest du mich erleuchten? Du hast Zeit. Und ein Rasiermesser am Hals. Deine Männer sind in der Schlacht gestorben. Deine Männer sind in der Schlacht gestorben. Das passiert mit Soldaten. Ich sehe, dass ihr Schicksal dich nicht übermäßig berührt. Stimmt, aber ich nehme an, das Schicksal der Leute, deren Land sie eingenommen haben, hat sie auch nicht übermäßig berührt. Nordlinge. Man kann sie baden, rasieren und einkleiden, aber ihnen Manieren beibringen, das ist etwas für Fortgeschrittene. Ebenfalls sehr erfreut. Fertig. Soll ich ihn nochmal gegen den Strich rasieren? Nein. Er geht selbst schon ausreichend gegen den Strich. Leb wohl, Hexer. Oder besser, bis bald. Gut. Der Herr kann sich nun ankleiden. Leider erhielt ich keine genauen Maße. Wenn etwas scheuert, wird unser Schneider es anpassen. Wo sind meine Kleider? Wo sind meine Kleider? Wo sie schon lange hingehören. Bei der Wäscherin. Nach der Audienz bekommt der Herr sie wieder. Sauber und gestärkt. Der Herr wird mir sagen, wenn er sich für ein Gewand entschieden hat. Kleide dich an und sprich mit dem Kämmerer. Direkt aus den Sagen der Nordlinge. Unfassbar. Ja, Leute, die Folge ist natürlich wieder übelst lang. Ich glaube schon wieder, was weiß ich, 30, 35 Minuten. Es tut mir leid, aber dafür kriegt ihr diesen geilen Körper zu sehen, der in Öl gebadet sein muss. Warum hat der plötzlich blonde Haare? Ein Jammer, dass ich keine Zeit habe. Der hat doch noch nie blonde Haare gehabt. Oder sieht es jetzt nur so aus? Na, keine Ahnung. Auf jeden Fall, seht jetzt diesen
geilen Körper für die 30 Minuten. Und Geralt verabschiedet sich mit seiner Brustbehaarung. Und wir gleiten uns im nächsten Part an. Ja, nochmal Entschuldigung, dass es so lang geht. Ich weiß, lange Folgen sind immer ein bisschen blöd, aber was soll ich machen? Ich wollte halt noch ein bisschen was von der Story zeigen, weil die ganze Zeit da rumlaufen und dann fünfmal das Gleiche machen ist ein bisschen blöd. Ich sage trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal bei The Witcher 3 Wild Hunt. Bis dann.